Hi guys! Hallo Leute! Welcome back to German with Jenny. Today, I want you to train your listening comprehension. And I'm going to tell you a little bit about my newest purchase. Let's get started. Vor zwei Tagen habe ich mir bei Amazon ein Mikrofon bestellt. Und wie ihr seht, befindet sich dieses Mikrofon auf meinem Schreibtisch. Ich wollte dieses Mikrofon testen, bevor ich ein weiteres Video drehe, damit ihr euch von der Qualität überzeugen könnt. Und ich hoffe, dass ihr mit der Qualität zufrieden seid. Ja? Die Audioqualität müsste auf jeden Fall besser sein als vorher. Also ich hoffe, dass ihr kein Rauschen mehr hören könnt und ich hoffe, dass ihr mich besser verstehen könnt. Es ist mir nicht leicht gefallen, mich für ein Mikrofon zu entscheiden, weil es so viel Auswahl gibt. Also ich habe mir wirklich ganz viele YouTube-Videos angeschaut. Also da gibt es ja unzählige Videos, wo die Mikrofone getestet werden. Und es gibt wirklich es gibt ganz viele Varianten und ich kenne mich mit Technik überhaupt nicht aus. Und deswegen bin ich auf andere Leute angewiesen, ja. Ich habe mir ganz viele Bewertungen auf Amazon durchgelesen und ich habe mir, wie gesagt, viele Videos angeschaut und dann habe ich mich letztendlich für dieses Mikrofon entschieden. Das ist ja eine mittlere Preisklasse. Also das ist jetzt nicht das allerteuerste Mikrofon, aber es ist auch nicht das billigste und das müsste eigentlich für meine Zwecke ausreichen. Also das hoffe ich zumindest, ja. Das Wichtigste ist, dass ihr mich gut verstehen könnt, ja. Das ist für meine Videos das Allerwichtigste. Ihr wollt Deutsch lernen und ich möchte euch Deutsch beibringen und da ist die Audioqualität einfach die höchste Priorität, ja. Und es ist wirklich an der Zeit, dass ich meine Audioqualität verbessere und deswegen, ja, mache ich jetzt diesen Test und dann könnt ihr mir gerne ein bisschen Feedback geben. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mich gut verstehen könnt, ob die Qualität besser ist als vorher, was wirklich der Fall sein sollte und ja, ich freue mich wirklich auf euer Feedback. Eure Meinungen. Ihr kennt euch wahrscheinlich besser mit Technik aus als ich und wahrscheinlich könnt ihr sogar mehr zu diesem Mikrofon sagen, als ich es kann. Also ich muss sagen, mir ist sehr wichtig, dass das Mikrofon einfach zu handhaben ist und ich habe das Mikrofon bisher jetzt 2 bis 3 Mal ausprobiert und das ist wirklich sehr einfach von der Handhabung. Also es hat ein langes USB-Kabel und ich muss das einfach mit meinem PC verbinden und dann kann ich im Prinzip schon mit der Aufnahme anfangen. Also einfacher geht's nicht. Das ist mir wirklich wichtig. Also ich möchte jetzt nicht 3 Stunden damit beschäftigt sein, das Mikrofon anzuschließen und zu aktivieren und zu konfigurieren. Das ist mir alles, ja, dafür kenne ich mich nicht gut genug aus. Deswegen bin ich ganz froh, dass das so benutzerfreundlich ist, das Mikrofon. Und es ist eigentlich, das kommt so, wie man, also es wird mit einem Popschutz geliefert. Das hier nennt sich Popschutz, das weiß ich mittlerweile. Und ich bin froh, dass das eine Einheit ist, an der man nicht noch rumbasteln muss. Also das kann man direkt so benutzen, wie es im Karton quasi geliefert wird. Ja. Mit dem Service von Amazon war ich übrigens sehr zufrieden. Also ich habe mich da für die Prime-Mitgliedschaft habe ich mich angemeldet und ich habe das Mikrofon am Montag bestellt und es war gestern da. Also es hat einen Tag gedauert. Also das war wirklich ein ganz blitzschneller Service. Also 1A. Ja, gut. Ich denke, jetzt habe ich erstmal genug geredet. Und ja, ich bin auf euer Feedback gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!